like a hunger. Once you are here, you will always want to come back. Es ist wie ein Hungergefühl. Man muss immer wieder zurückkommen. Es ist die größte Versammlung von Sportfans in der Welt, auch von berühmten Leuten. Heute werden hier über 400.000 sein. Today there will be over 400,000 people in one spot. Wahrhaftig, dieses Volk der Weißen ist wie ein Fluss, der im Frühjahr über seine Ufer tritt und alles zerstört, was in seinem Weg steht. Bald würden sie das Büffelland nehmen, wenn die Herzen der Indianer nicht stark genug wären, es zu verteidigen. So hat Sitting Bull gesprochen. Die Highways, Trampelpfade gigantischer Büffelherden sind längst von Mais und Menschen überwuchert. Indiana, ein Bauernland, füttert Schwein und Rind, war auch einmal ein Bundesstaat großer Name des Automobilbaus. Auburn, Cord und Duesenberg. Längst verweht, Legenden. Indianapolis hat eine Autorennbahn, sagt Brockhaus. Schrecklich, wie Lexikonredakteure ein Ereignis reduzieren. Indy 500, the greatest race course in the world, greatest spectacle in racing. The day after, beginnen wir mit dem Ende. 500.000 amerikanische Menschen waren gerade hier. Dieser Boden Erde ist getränkt. 7-Up, Diet Coke, Miller Lite, Michelob, Bud. Gedüngt durch Ketchup und Hotdog, Weißbrot und verlassenes Fleisch. Auch den Millionen abgeschossener Buffalos nahmen die Menschen meist nur die Zunge. Blood, Sweat and Speed. Männer duellieren sich in einem Oval von 2,5 Meilen über 350 Kilometer in der Stunde schnell. 200 Mal links herum, 500 Meilen lang und keiner, nicht einer, heißt Ben Hur. 64 Menschen sind die blutige Spur dieser Obsession. Bilanz nach 72 Indy-Rennen. In Le Mans waren es 72 auf einen Schlag, 1955. Niemand muss hier Angst haben. Man lässt es sich gut gehen und amüsiert sich. Kriminelle gibt es hier keine. Keiner belästigt einen. Es ist einfach ein typischer, schöner Tag im Mittleren Westen. An einem Mittwoch im Mai setzt sich ein Bienenschwarm in einer Dachrinne der Gasoline Alley fest. Ein friedfertiges Volk, keine Killerbees. Die Ordnungskräfte der Speedway Motor Corporation schranken ab und überlassen sie sich selbst. 6.000 Funktionäre, darunter viele Hilfs-Sheriffs, flüchtig vereidigt, lenken die großen Menschenströme. Allein 325.000 wollen zu ihren nummerierten Sitzplätzen auf den Grandstands. Plätze, die von Generation zu Generation gehen. Memorial Parade, Stadtmarathon. Allein 400.000 Zuschauer beim Festumzug. Massenveranstaltungen vor dem Höhepunkt. Szenen im Monat Mai aus Indianapolis, der Hauptstadt, von deutschen Siedlern mitbegründet. Wer sich daran gewöhnt hat, niemals allein zu sein, darf als amerikanisiert gelten. André Mourin. Es ist das Bier, die Mädchen und das Rennen, das bringt sie zusammen. Sie sind hier aus einem Grund, die Party und natürlich das Rennen.
Er ist kein Anhalter. Er bittet lediglich vorbeifahrende Damen, ihre Brüste zu entblößen. Solche Aufforderungen, Show me your tits, sind beim Festumzug nicht zugelassen. Tits, tits, tits. Es ist ein frivoles Spielchen im Vorfeld der Arena. Der emanzipierte Konter in diesem Tändeln der Geschlechter heißt Show me your hiney. Da schüttelt selbst Garfield den Kopf. Ein Schritt zurück in die alte Welt. Indy im Visier. Es war einmal ein kleines Entwicklungsbüro von Ferdinand Porsche betrieben. Daraus wurde eine Auto- und Denkfabrik, Think Tank, angesiedelt im schwäbischen Strohgäu, über den Dächern dieses Provinznestes, Weissach. Von hier aus planten sie den Aufbruch und den Einbruch in die uramerikanische Rennfestung von Indianapolis. Ermutigt durch den schnellen Erfolg ihres Formel-1-Rennmotors, mit dem sie zwei Weltmeisterschaften errangen, und auch durch ihr über Jahrzehnte erworbenes Rennsport-Know-how, wagen sie den Schritt nach Jahrzehnten als europäisches Automobilwerk, diese Arena mit eigenem Rennwagen, Motor und Chassis zu stürmen. Sie mühen sich um eine maximale Aerodynamik des Wagenkörpers. Da die Wagen mit 350 Stundenkilometern rollieren sollen, selbst Teile wie das Windschutzscheibchen oder der Helm des Fahrers kaum Turbulenzen erzeugen. Fast kaum gebremst soll der Wagenkörper den Luftwall durchschneiden. Mit dem Steuermann verpflichteten sie einen der Großen der Indie-Geschichte, Big Al, Al Unser Senior, eine schon lebende Legende. Viermal hat er die Motorenschlacht gewonnen und dabei rund 6 Millionen Dollar verdient. Rennhistorischer Augenblick. Erste Ausfahrt des Porsche Indy-Rennwagens. Noch in jungfräulichem Weiß, bevor ein Sponsor ihm seinen Stempel aufdrücken wird. Aufbruch nach Amerika. Doch alles sollte anders kommen. Gehen wir das Rennoval, auch gerne Nudeltopf genannt, zuerst einmal vorsichtig an. Mit 40 Meilen im Sightseeing-Tempo für 2 Dollar. Hello and welcome on board. I'm Paul Page and I'll be your guide as you are about to enjoy a ride around the world's greatest race course. Und sie haben sogar für deutsche Touristen ein spezielles Tonband an Bord. Herzlich willkommen zu unserer Fahrt über die berühmteste Rennstrecke der Welt. Jedes Jahr im Mai messen sich hier 33 der schnellsten Weltklassewagen. Das erste 500-Meilen-Rennen am 30. Mai 1911 war ein unglaublicher Erfolg. Ein Teil des Innenfeldes zu ihrer Linken wird auch als öffentlicher 9-Loch-Golfplatz verwendet. Die Kurve wird von der Außenwand her angegangen. Dann geht's runter auf den äußersten Innenrand der Kurvenmitte und von hier aus wieder Richtung Außenwand auf die Gerade. Das Manöver wiederholt sich in allen vier Kurven. Die Rennwagen kommen dabei fast auf Handbreite an die Wand heran, wenn sie aus der Kurve herausschießen. Der Rennfahrer Jim Crawford war vor einem Jahr 6 Meilen zu schnell in der Kurve 1 und zerschmetterte seine Beine. Sie hatten einen Unfall. Ist das ein psychologisches Problem für Sie, jetzt schnell und aggressiv zu fahren? Nein, das war kein Problem. Von dem Augenblick an, als ich letztes Jahr im Krankenhaus aufwachte, habe ich mich darauf gefreut, wiederzukommen. Ich liebe Autorennen und ich habe keine Sekunde gezögert.
I never gave it a first thought, let alone a second thought, as to whether I'd be back. Do you remember the situation? Erinnern Sie sich an diesen Augenblick oder ging das zu schnell? Ich erinnere mich an alles, fast wie in einer Zeitlupe. Es wird alles so lang. I remember the whole thing, yeah. Well, Tom Carnegie, here he is. Jim Crawford's got the cane in hand, and what a race! Jim Crawford, was für ein Rennen. Es war lang und hart, aber ich habe es genossen. Was für eine Geschichte. Vor einem Jahr haben wir uns gefragt, ob du jemals wieder laufen kannst. Und jetzt bist du Zweiter geworden. Das musste ich ganz schön mitgenommen haben. Ich habe es fast wieder geschafft in einem Jahr. Und ob Jim Crawford wieder da ist. An diesem Punkt der Strecke können Sie gut sehen, was die Rennfahrer als die Rille bezeichnen. Es ist die Spur auf der Strecke, der jeder folgt, wenn er mit Höchstgeschwindigkeit dahinjagt. Es ist der dunklere Teil der Decke, wo die Reifen ihren schwarzen Tribut zollen. Hier an der Start- und Ziellinie können Sie einen 3 Fuß breiten Streifen der ursprünglichen Backsteindecke sehen. Der bleibt aus Achtung für die Tradition. Indy in seinen Kindertagen mutet heute wie ein Spielzeugautorennen an, aber es war mörderisch. Denn auch diese Männer damals mussten ihre kindlichen Träume oft genug mit dem Leben bezahlen. Hart und stoßend jagten die Wagen über die Bahn mit unglaublichen Geschwindigkeiten. Die häufigen Reifenwechsel und Defekte verlangten Beifahrer. Viele dieser Mechaniker flogen aus den Sitzen oder verließen fluchtartig, freiwillig in voller Fahrt das oft auch brennende Schiff. Arthur Greiner auf Amplex brach sich das Schulterblatt. Der Mechaniker Sam Dixon starb auf der Strecke. Roy Herron auf Marmon Wesp gewann mit einem Schnitt von 74 mph, das sind 119 Kilometer in der Stunde. Der erste dreifache Indy-Gewinner in den 30er Jahren, Louis Meyer, erinnert sich. What has changed? Did you race harder? Was hat sich geändert? Sind Sie früher härtere Rennen gefahren? War es gefährlicher, ungemütlicher? Es war schon gefährlicher zu unserer Zeit. Einmal hatten wir 5 Fahrer verloren, als das Rennen zu Ende war. Das gibt es heute nicht mehr. Sie fahren gegen die Mauer, aber es kommt selten einer dabei um. Sogar bei über 300 Stundenkilometer. Es muss ja sicherer sein, sonst würden wir mehr Fahrer verlieren. Linke Hand sehen Sie den Eingang zur Benzingasse. Hier finden die Vorbereitungsarbeiten der Wagenmannschaften für das Rennen statt. Der Würde des Ortes bewusste, knorrige ältere Herren führen stolz Besucher in die Ordensburg Otto Motor getriebener Ritter. Erst 1970 wurde es auch Frauen erlaubt einzutreten, aber wie in den Mailänder Dom, nur züchtig bedeckt. There's another little thing that I find interesting is if the pop-off valve pops in the race, he's losing speed to get it back. Es gibt noch ein interessantes Detail. Wenn das Überdruckventil aufmacht, verliert der Motor schlagartig an Leistung. Um das zu verhindern, ist der Helm des Fahrers durch einen kleinen Schlauch mit dem Ventil verbunden. Und kurz bevor es aufmacht, hört er ein leichtes Pfeifen. Und so kann er den Leistungsabfall gerade noch verhindern. Anfang Mai wird die Strecke allen Rennteilnehmern für 7 Trainingstage zur Verfügung gestellt. Das geht dem ersten Wochenende der offiziellen Qualifikationen voraus.
Dieses Geschwindigkeitsvorspiel gegen die Stoppuhr und mit jeweils nur einem Wagen auf der Strecke ist höchst aufregend. Denn nur die 33 schnellsten Wagen können sich für die zu vergebenden Positionen der Startaufstellung qualifizieren. Porsche hat den Piloten gewechselt. Sie setzen nun auf den Ex-Formel-1-Fahrer Theo Fabi. Er und sein Rennwagen sind nun eine Einheit. Sie verschmelzen zu einer Roulette-Kugel. Sie wird in die Steilwand getrieben durch einen alkoholisierten Motor mit 750 PS. Vier Runden lang muss alles stimmen. Die Temperaturen von Mensch, Motor und Reifen, das Reaktionsvermögen und die Risikoeinschätzung. Zwei Runden lang darf er sich auf seine orbitale Bahn hinaufschrauben. Dann kreiselt der Satellit nicht etwa im freien Raum. Oben wartet Beton als Begrenzung. Poetische Formulierung für dieses Rien ne va plus. Wenn ein Wagen ausbricht und an der Mauer entlang kreischt, kissing the wall, flirting with the wall. Wenn die Kugel fällt, ist der Gewinn gleich null. Dem Sieger des Qualifikationsrennens, Rick Mears, Startplatz 1, zahlte die Bank $110.000 aus. Zero. Gentlemen, start your engines oder fait votre jeu. Man könnte sagen, das ist ein Rundkurs und sie fahren halt immer im Kreis herum. Nein, so einfach ist das nicht. Je schneller man fährt, desto schwieriger ist es, das Auto unter Kontrolle zu halten. Je näher man am Limit fährt, desto deutlicher merkt man, dass keine Kurve der anderen gleicht. Ich sage Ihnen, langweilig wird es hier keinem. Und für diese Hochgeschwindigkeit sind doch gerade Sie der Richtige, weil Sie ja Flugzeugbau studiert haben. Genau, die Aerodynamik ist sehr wichtig. Sogar noch wichtiger als in der Formel 1, denn die Geschwindigkeiten sind höher. Das Geheimnis dieser Leute hier ist die Aerodynamik. Mario Andretti, der Formel 1-Weltmeister 1978, fährt eine Runde von 221 mph, das sind 356 km/h. Ob er denn schneller fahren könne, fragten ihn die Journalisten. Eher darauf, you have it, then you don't, because it's such a fine, fine line. Also ist das doch ein Glücksspiel. Können Sie mit Vollgas durch die Kurven? Vielleicht bei der Qualifikation, da kann man es stehen lassen. Aber beim Rennen wird die Strecke schmierig und man muss mit der Geschwindigkeit erheblich runter. Aber ein Teil in Ihrem Auto können Sie doch glatt vergessen, die Bremse. Ja, die Bremsen braucht man nur zum Boxenstopp und dann nie wieder. Fabi qualifiziert sich als 17. im Starterfeld. Die Indianapolis News schreibt, it wasn't exactly a panzer attack that Porsche brought to the Indianapolis Speedway. Sehr frei übersetzt, also ein Blitzkrieg war das nicht von Porsche. Ja, diese Festung fällt nicht im Handstreich. Die Deutschen suchen noch nach Leistung. Doch inzwischen schicken sie nur noch den eigenen Motor ins Rennen. Er sitzt in einem gekauften Chassis. Denn ihrer Eigenentwicklung konnten sie die Kinderkrankheiten nicht austreiben. Aber auch diese Symbiose mit einer englischen Firma hat ihre Schwächen. 13 Meilen ist Fabi langsamer als der Spitzenreiter. Und das sind Welten auf diesem monotonen Oval. Niemand ist zufrieden, aber alle sind erleichtert. Die Blamage blieb vorerst erspart. Dabei sein ist vorerst alles. Ist das für Sie leblose Materie, dieser Klotz Metall, aus vielen Metallen zusammengesetzt? Oder gibt es da etwas so wie eine irrationale Komponente, dass so ein Stück einfach nicht geht? Gibt es sowas? Na gut, es ist sicher keine tote Materie. Man kennt ja so einen Motor in- und auswendig. Auf der anderen Seite ist man natürlich, möchte man sagen, schon Profi genug, ja, um zu sehen, dass es eben also ein Material ist. Ja. Aber der Erfolg gehört einfach dazu, wenn man vor allem an
komplett neuen Motor entwickelt oder konstruiert. Das ist ein Stück Genialität, oder was darf ich Ihnen da entlocken, was dazugehört? Ja, mit Sicherheit. Es kommt ja nicht alle Tage vor, ich möchte mal sagen, noch nicht mal alle Jahre, auch bei Porsche nicht, dass man einen nagelneuen Motor von Grund auf neu konstruiert. Und das ist eine schöne Aufgabe, das ist wie Weihnachten, oder? Wie würden Sie das beschreiben? Naja, wie Weihnachten nicht. Ich meine, da bin ich vielleicht nicht sentimental genug. Mhm. Aber es ist etwas, wo man seine Mitarbeiter motivieren kann, dass man sagt, so, jetzt können wir mal wieder was Gutes, Vernünftiges, Neues machen. Man nennt es Motormanagement, elektronische Datenerfassung aller Eingeweide der Maschine, noch nicht des Fahrers. Regelmäßig zapfen die Motorleute Informationen ab. Ein kleiner schwarzer Kasten erzählt ihnen, dass sie nicht schnell genug sind, was sie eh schon wissen. Aber vielleicht interpretieren sie das warum. In diesem Memory sind circa, hier sehen Sie es, 60 Fahrzeug- oder Motordaten gespeichert. Und das bei einer Speichertiefe von ca. 8.500. Also der Fachmann spricht von einem halben Megabyte Speicherkapazität. Und das ist schon wesentlich, was der Motor uns sagt. Ne? Was sagt Ihnen das dann? Also diese Daten müssen ja interpretiert werden. Also ich sag mal, sehr stark vereinfacht. Wissen Sie, ob Fabi Gas gibt oder nicht? Wissen Sie? Ja, das können Sie daran erkennen. Hier auf dem Bildschirm sehen Sie es zum Beispiel. Das lila eine hier ist die Drosselklappe. Und ich würde mir jetzt den Mann von March holen. Ich lasse jemanden fragen, wie kommt es oder was stimmt am Fahrzeug nicht, dass er die Drosselklappe hier so zumacht. Ne? Von den Fahrzeugdaten, von den Drehzahlen hier, das Drehzahlband, das ist völlig in Ordnung. Aber warum macht er die Drosselklappe so zu? Und wenn Sie fachlich sagen, die Drosselklappe zu, heißt das, er geht populär gesagt vom Gas runter. Populär vom Gas runter. Das sollte er nicht, weil die Rundgeschwindigkeit kleiner wird. Also was tut man dann? Dann wird das Chassis verändert. Sie wissen ja, die wichtig ist es, mit welcher Anfangsgeschwindigkeit er aus der Kurve kommt. Ne? Und das ist physikalisch auf jeden Fall wichtig, dass die Geschwindigkeit relativ groß ist. Und die kann man natürlich nur dann erreichen, wenn man voll durch die Kurve fährt. Ne? Die Kurve an sich bremst ja schon von alleine. Ne? Wenn alles stimmt, sind das Vollgaskurven. Kurz gebremst, kurz weg vom Gas, aber es sind eigentlich fast Vollgaskurven. Ja. Also wenn das Chassis stimmt. Die Spitzenfahrer mit den Spitzenchassis, die fahren mit Sicherheit voll in die Kurve rein. Ja. Die Wagen der Besten jagen ungebremst durch das Oval. Die Drehzahl der Motoren differiert dann von Runde zu Runde allemal um 300 Touren. Das ist nicht einmal die Leerlaufdrehzahl eines PKW. Fein, fein, line. In dieser Ausnahmesituation fliegt der Fahrer auf jedem Fliegendreck ins Aus. This is the first year that the Porsche motor has been here. Porsche ist zum ersten Mal mit einem eigenen Motor hier. Sie kamen mit zwei Autos und Fabi hat sich am ersten Tag qualifiziert. Sogar ganz gut. Das wird Porsche und den Sponsor in die Schlagzeilen bringen. Der einzige Porsche-Motor dieses Jahr. Bei der Qualifikation kämpfen sie gegen die Uhr. Das ist doch eine ganz andere Situation, allein zu fahren. Ja, es ist wie ein zweites Rennen mit viel Stress, viel Druck auf dem Team. Vier Runden lang muss das Auto perfekt sein. Und auf diese vier Runden bereitet man sich eine ganze Woche lang vor. Manche schaffen es und manche nicht. Und dann haben wir noch zwei Wochen, um das Auto für das Rennen abzustimmen. Und das ist dann ein ganz anderes Auto. Glauben Sie, dass Sie das Resultat verbessern können bis zum Rennen? Ja, wir wollen nicht das Resultat. Es ist ja so, ich meine, die Regel sagt ja, wer am ersten Tag qualifiziert ist, ist qualifiziert, wenn nicht das Feld aufgefüllt wird mit restlich schnelleren Autos. Dann fällt der langsamste raus. Wir sind froh, dass wir so drinnen sind, wie wir sind. Wir haben ein zweites Auto hier, das etwas schneller, das also mehr für Indianapolis gebaut ist. Wenn das Auto gleich auf Anhieb gehen würde, dann fahren wir nächstes Wochenende nochmal und qualifizieren uns nochmal. Aber mit dem Risiko, wenn Sie sich nicht qualifizieren können? Wir können aber nichts besser machen. Wir können keinen Platz besser machen, auch wenn wir so schnell fahren wie der Mies. Mhm. Dann werden wir keinen Platz besser sein als jetzt. Wir werden uns da hinten anstellen müssen. Speed average, first lap, Gordon Johncock, 205.
Indy hält an Regeln fest, die nur durch das Festhalten an der Tradition erklärlich sind. Leicht verständlich sind sie nicht. Theo Fabi hat sich qualifiziert, aber fast 100 kämpfen um einen Startplatz. In diesem Roulette bringt jede Zahl von 1 bis 33 Geld und Ruhm. Kurz vor Schluss wagen die Letzten alles. Wenn alle hinter Fabi schneller sind, fliegt er raus. Er gähnt. Der Mann hat eiserne Nerven. Er bleibt im Spiel. Viertlangsamster und doch auf Startplatz 17. Rennarithmetik auf amerikanisch. In Indy kann man nicht einfach ankommen und gewinnen wollen. Das ist wie in allen Formeln, egal wie viel technisches Können man mitbringt. Wenn man irgendwo anfängt, braucht man mindestens 1 bis 2 Jahre, bis man ernsthaft konkurrieren kann. You have to sort of give yourself at least 1 or 2 years, 1.5 at least years before you can feel you're on the same level with the top competition, because there's so many tricks, so many little things that make the difference. Es gibt so viele Tricks, so viele Kleinigkeiten, die über den Erfolg entscheiden. Porsche zum Beispiel hat die technische Grundlage, vielleicht mehr als alle anderen, aber auch sie müssen den kleinen Unterschied, das letzte Prozent, sich erst erarbeiten. Das müssen sie lernen, und sie lernen sehr schnell. But unless you know how to get the extra 1%, it may not be a winner. So that's really what they need to learn, and they're learning very fast. Die Lebensgefährtin des Rennfahrers lebt im Zeitplan des Rennhelden und liest Romane, als ob ihr Leben keins wäre. Die Wirklichkeit der Rennmechaniker: Schrauben rund um die Uhr. Keiner fragt nach Überstunden fern der Heimat. Ständig wird der Wagen verändert. Nach jeder Ausfahrt ergeben sich Schlüsse, nach denen sie schlossern müssen. Sie tun das, damit ihr Wagen, ihr Fahrer vorne sind und damit auch sie. Einmal Indy mit 3 PS bietet eine Ölfirma ihren Top-Verkäufern und Geschäftspartnern. Für diese originelle PR-Geschichte bezahlen sie natürlich an die Speedway Motor Corporation, denn Indy ist eine Money Machine, die Bankheld der Hallman-Familienclan. Wie viel sie in knapp einem Monat einnehmen, ist ihr Geheimnis. Alle Angestellten sind zum Schweigen verpflichtet. 29 Millionen Dollar fließen in den Nudeltopf, hat ein Journalist gerechnet. Eher mehr. Und dafür kann man schon die Birnchen auswechseln. Dieser Obelisk zeigt die Nummern der Reihenfolge im Rennen an. Wer nach 200 Runden ganz oben strahlt, der ist Millionär. Go! Weil die Wagen in dem Rennen über 804 Kilometer etwa 8-mal zum Tanken und auch zum Reifenwechseln hereinkommen, müssen die Crews das üben. Der holländische Rennfahrer Ari Looyendijk kann nur erfolgreich sein, wenn auch seine Crew wie am Schnürchen funktioniert. Einer hat am vierten Rad Probleme. Dieser simulierte Pitstop wäre eine Katastrophe. Im Programm ist auch eine Mechanics Recognition Party zum Kennenlernen mit einer obligatorischen Queen. Was denken Sie über das Porsche-Team? Kein gern gesehener Zaungast. Wie auf Flughäfen sind Vögel für alle Objekte auf einer schnellen Bahn ein Problem. Eine Taube schlug in das Cockpit von Rick Mir sein Bullauge bei 203 mph. Der deutsche Rennfahrer Rudolf Caracciola wäre 1946 dadurch fast gestorben. Sie haben ja Rudolf Caracciola noch kennengelernt. Oh ja, Rudi, das war ein richtiger Gentleman. Er hatte hier einen Unfall und ich habe ihn dann öfter im Krankenhaus besucht. Was war passiert? Flew across the track and hit him in the goggles and exploded. Ein Vogel war über die Strecke geflogen und war ihm in die Brille geknallt. Er konnte nichts mehr sehen und verlor die Kontrolle. Die Indy-Festung knackten bisher nur 2 Europäer, Jim Clark und Graham Hill. Was ist der besondere Kitzel an Indy für Sie als Fahrer? Well, this place is
It's so strong because of the tradition. Tradition like Le Mans tradition, Monte Carlo tradition, Indianapolis tradition. It's been there for so many years. It's got das so much ist einfach die Tradition, wie Le Mans oder Monte Carlo. Indianapolis ist eine Institution. For so long practicing, we derive, we get to know this place better than. Und es ist auch etwas Besonderes, dass wir hier so lange trainieren. Man muss jeden Meter der Strecke kennen, bis ins Detail. Wenn du es nicht machst, ein anderer macht es bestimmt. Nirgendwo sonst bekommt man so viel Zeit zur Vorbereitung. Eigentlich mehr als nötig. Aber so ist es nun einmal. Und niemand will es ändern. And they don't want to change the system. This is the way the system is, and that's the way they want to keep it. The Indy races and the Indianapolis ist für die Bettenhausens eine Familientradition. Das kann man wohl sagen. Mein Papa startete hier zum ersten Mal 1946. 14 Mal hat er teilgenommen, bis er dann 1961 auf der ersten Geraden ums Leben kam. Wie alt waren Sie, als er starb? 9. Ich war 9 Jahre alt und seine beste Platzierung war ein zweiter Platz gewesen. 1968 machte mein älterer Bruder Gary hier sein erstes Rennen. Er ist 16 Mal dabei gewesen bis jetzt. Leider nicht dieses Jahr, aber im letzten Jahr war er Fünfter. Was fasziniert Sie an dieser Strecke? Sie fahren mit Höchstgeschwindigkeit im Kreis herum. Sie sollten das meinen Zuschauern erklären. Ist es das Geld? Na, ich weiß nicht, ob ich hier dabei wäre, wenn man nicht so viel verdienen würde. Es ist eines der bestdotierten Rennen der Welt. Der Sieger wird über $600,000 nach Hause tragen. Schon die Teilnahme bringt 100.000. Gentlemen, start your rennen! Nun, 12 Uhr mittags. Bierfahnen wehen zu Tausenden von den Tribünen. Auf diese Sekunde haben alle Teams über Wochen hingearbeitet, manche Monate, ein Jahr. Denn hier dabei sein, das ist ein amerikanischer Traum. Albtraum? Akteure einer Stuntszene. Scott Brayton, der noch nie einen Rennunfall hatte, aber er hat diesen Crash ausgelöst. Warum? I lost it. Der Wagen hat nicht mehr getan, was ich wollte. Roberto Guerrero, der nach einem Trainingsunfall im Vorjahr 17 Tage im Koma lag. Und Tony Bettenhausen. Wenn Sie einen Unfall haben, denken Sie dann an Ihren Vater? Eigentlich nicht, wissen Sie. Das gehört zum Geschäft. Und wenn man lang genug mitfährt, wird man auch Autos zu Schrott fahren und Unfälle haben. Und die Autos sind wahrscheinlich auch tausendmal sicherer als zu der Zeit meines Vaters. Ich bin froh, dass es heute keine Verletzungen gab. Aber irgendwo tief drinnen schmerzt es doch. Fahren Sie bis in alle Ewigkeit? Wir kommen zurück und wir arbeiten hart daran, dass ein Bettenhausen auf der Siegerstraße fährt. Indy, ein kurioser Ort, wo selbst Unfälle noch hoch bezahlt werden. Mit ihrem Crash in Runde 1 haben verdient Tony Bettenhausen 95.000, Roberto Guerrero 100.000 und der Verursacher Brayton $96.000. Also körperlich muss man natürlich fit sein, wenn man 3 oder 4 Stunden im Auto sitzt unter Wettbewerbsbedingungen. Man muss 100% Leistung bringen. Und wie fühlen Sie sich nach dem Rennen? Das kommt auf die Platzierung an, müde und glücklich oder einfach nur müde. Mears got him back.
Allen surpassed him. Mears got him back going through turn number one and now heading down the back straight. It's still Mears out in front. Die schwarze 7 ist der Holländer Arie Luyendijk. Beim ersten Start war er Siebter vor 3 Jahren. Beim zweiten Anlauf flog er in die Wand und die ist sichtbar. Es mag wunderlich klingen, sagte er, aber auf der Strecke führe ich selbst Gespräche. Pay attention, keep your head in it. Die Strecke sieht aus wie sehr breit. Im Rennauto ist die Strecke gar nicht breit. Die Linie ist sehr fein. Und da ist auch keine große Toleranz oder Toleranz ist kein ja das Wort sucht ich keine Toleranz für Fehler. So man muss sehr konzentriert fahren und deshalb bleibt es immer interessant, weil es ist nicht einfach im Zirkel fahren. Ludwig Heimrath erhielt einen leichten Stoß von hinten, so bei 330 km/h. Wenn ich den finde, drehe ich ihm den Kragen um. Dem Manne kann geholfen werden. Es war Arie Luyendijk. Als Niki Lauda das erste Mal zurückgetreten ist, sagte er, er sei zu müde, das sei ihm zu doof, immer im Kreis rumzufahren. Nun fahren Sie ja tatsächlich im Kreis rum. Ja, das hat er damals gesagt. Ist wieder angefangen natürlich, weil für jeden Rennfahrer, glaube ich, in Formel 1 und auch hier, hat man Tage, dass man sagt, was mache ich hier? Aber man kommt immer wieder zurück, weil wenn es einmal im Blut ist, dann geht es nie mehr raus. Also Sie sind süchtig, kann man sagen. Süchtig? Immer, um besser zu werden, um Erfolge zu haben. Und meine Wünsche und mein Goal ist jetzt, Indianapolis 500 zu gewinnen. Wenigstens hat der Pechvogel noch $100.000 bekommen. Immerhin. Schmerzensgeld. Nach 30 Runden signalisiert der Porsche-Pilot Theo Fabi aus seiner Umlaufbahn den ersten Boxenstopp. Seine Mannschaft im Hab 8. Die Männer stecken in nur schwer brennbaren Overalls. Bei 35 Grad Celsius ist es da drin schön warm, aber das alles ist Routine. Und dann passiert etwas unerwartet Schreckliches. Er hat sich nicht etwa mit seinem Fahrzeug an der Betonwand aufgelöst. Er fiel nicht einmal einem technischen Defekt zum Opfer. Aus für den Hoffnungsträger. Ein Koordinationsfehler hat dieses Unternehmen in die Porsche blamabel scheitern lassen. Eine störrische Radmutter. Ein hektischer Chief Mechanic gibt dem Piloten das Signal Go. Der startet mit 750 PS auf einem losen Hinterrad. Ich kam an die Boxen, ein Rad war nicht richtig befestigt, aber nächstes Jahr bin ich wieder da. Die Perfektion der Boxenstopps demonstriert mit Vieren. Die Crew von Danny Sullivan gewann $25.000 für den schnellsten Radwechsel und Auftanken. Hier bekommt jeder etwas. Oldest Starting Driver $5.000. Dieselbe Summe für den jüngsten. Jeder Starter bekommt $5.000. Das Team mit dem Auto der schönsten Schweißnähte $2.000. Money Giving Day in Indianapolis. Der dreifache Indy-Gewinner Johnny Rutherford hatte schon $4 Millionen verdient. Durch diesen Unfall ist er $102.000 reicher, minus $200.000 für das Rennauto. Das Rennen findet sein Ende unter glanzlosen Umständen. Ein Karosserieteil hat sich vom Sturmwind abreißen lassen. Deshalb bummelt das Feld hinter dem Pacecar die letzten 3 Runden bis zum Ziel. Sieg für Rick Mears. Gewinnsumme $809.853.04. Aber nicht zu vergessen, $2.500 für ein Schlückchen Milch in der Victory Lane. Roy Herron war der erste Sieger 1911. Die Halbmasken der Helden werden seither auf diesem Pokal aufgeklebt. In der Hall of Fame der Ruhmeshalle leben sie fort.
Ein Spötter und Kenner der Szenerie sagte, dass die Fahrer vor dem Rennen ihr Gehirn in der Hall of Fame abgeben. Doch das ist nicht Vorschrift des Reglements. In der Frühzeit gewannen auch europäische Wagen. Peugeot, auch einmal ein Mercedes. Fortan war es ein Rodeo der Cowboys. High Speed Entertainment, amerikanische Arena, ein Las Vegas des Rennsports. Der typische Indy-Fahrer kennt sein hartes, kurzes Oval, auf dem er genau weiß, dass schon ein kleiner Fehler ihn in die Wand werfen kann, von wo er dann in den heranrasenden Pulk geschleudert wird. Nur wenn er es vermeidet, vorzeitig ins Nirvana zu entschwinden, hat er die Chance, auf dem Speedway etwas zu werden, Charles Fox. Das nächste Indy-Rennen ruft. Vorerst kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber das 73. Indy-Rennen kommt bestimmt. Die Vorbereitungen laufen. Gentlemen, start your engines.